Hallo, Mr. Garvey. Ja? Was soll's sein? Korn. Wo ist Landon? Ich glaube kaum, dass er Sie erwartet, Mr. Garvey. Ich komme immer unverhofft. Sag ihm, ich will ihn sofort sprechen. Ja, Sir. Du willst mich sprechen, Garvey? Ja. Was tust du hier in der Stadt? Ich habe den Eindruck, mein Besuch passt dir nicht. Ich habe dich nur gefragt, sonst nichts. So, umso besser. Ich habe Neuigkeiten für dich. Komm, wir gehen in mein Büro. Hier. Das sind die Gelder. 2 Wochen Einnahmen. Aus dem Hotel, der Bar und der Spielbank. Mit der Abrechnung zufrieden, ja? Kontrollieren kann ich's nicht. Es wird schon so sein, wie du sagst. Hier sind die Bücher. Von mir aus kannst du sie nachprüfen. Die Bücher? Ich kenne einen besseren Weg zur Wahrung meiner Interessen. Deine Interessen? Nimm das Maul nicht so voll. Durch Erpressung hast du dich in mein Geschäft gedrängt, aber mach nicht den Fehler, mich zu unterschätzen. So. Hier sind deine 30%. Steck das Geld ein und dann geh. Aber Partner, was ist denn das für eine Tonart? Ich hab dir doch gesagt, dass es was Neues gibt. Die 30% sind für dich und die 70% für mich. So wird unsere Partnerschaft jetzt immer aussehen. Halt mal. Wenn du glaubst, dass ich zusehe, wie du mein Geld einsteckst, dann irrst du dich. Du willst wohl, dass ich deine 30% auch noch kassiere, hä? Huh? Es ist riskant für dich, Landon, aus dem Geschäft auszusteigen. Na ja, ich sehe schon. Die Spielregeln, Garvey, die bestimmst du. Allerdings, ich freue mich, wenn du das einsiehst. Also, wie ist das mit der Wells-Fargo-Sache, wie? Das erfahre ich am Donnerstag. Ich werde dir Bescheid geben. Aha. Damit muss man umgehen können. Je älter du wirst, desto langsamer wirst du. Wenn du zu langsam wirst, wirst du nicht mehr viel älter werden. Na, wie geht's? Es geht so, Mr. Lennon. Dixon, komm mal rauf in mein Büro. Bist du mit deinen Leuten bereit, die Sache heute Nacht zu machen, Dixon? Ja, wir haben Matt schon Bescheid gegeben. Ich nehme an, es wird bestimmt klappen. Na gut. Ich warte dort, wo wir uns verabredet haben. Telegraph wird die Nachricht sofort überall durchgeben. Mach lieber das Feuer aus, Dixon. Keine Angst, Matt. So schnell geht's nicht. Oak und Collaway kennen sich aus mit Telegraphendrähten. An 3 Stellen haben wir sie durchgeschnitten. Hier. Ohne das bin ich mir die 2 Jahre direkt nackt vorgekommen. Also, Dixon, was machen wir jetzt? Ein langen Ritt. Wir treffen uns mit George Landon an der alten Schlangenhautmine außerhalb von Tombstone. Landon hat mich da rausgeholt? Aha, er hat was zu tun für uns. Dann muss er mich ja verdammt nötig brauchen, wenn er sich so viel Mühe macht. Ihr bleibt hier und haltet Wache.
Hallo, George. Tag, Matt. Setz dich hin. Du bist wohl sehr überrascht gewesen, hm? Ja. Ich habe nicht gedacht, dass sich jemand Sorgen darüber macht, ob der alte Matt im Gefängnis krepiert oder nicht. Ich danke dir, George. Danken kannst du mir, aber auf eine andere Weise. Und dir könntest du dabei eine Scheibe abschneiden von einer 500.000 Dollar. Oh, du hast wohl vor, die ganze Denver Münze auszuplündern, wie? Näheres erfährst du, Matt, wenn ich genau weiß, dass dein Bruder Billy die Sache mitmacht. Was soll denn Billy dabei? Er ist nicht umsonst Erbe geworden. Ja? Und weil zu dem Job auch Köpfchen gehört, muss ich ihn haben. Hast du schon mit ihm gesprochen? Das hätte keinen Sinn gehabt. Er ist inzwischen ja Viehzüchter geworden, zusammen mit deinem Sohn. Ja, das weiß ich, aber glaubst du denn wirklich, Billy hört auf mich? Die Sprache des Blutes ist vielleicht stärker als gute Vorsätze, abgesehen davon, dass eine 500.000 Dollar dabei rausspringt. George, du weißt doch, was Billy für ein Dickkopf ist. Naja, ich will ja gern hören, was er sagt, aber ein bekehrter Revolverheld ist schlimmer als ein bekehrter Quartalsäufer. Überleg es dir, Matt. Ohne Billy wird es nichts. Sag mir bis Donnerstag Bescheid. Okay. Tut mir leid, Billy, aber die Bank gehört nicht mir. Ich habe nur den Auftrag, die sofortige Einlösung ihrer Wechsel zu verlangen. Sonst nichts. Und die äußerste Frist? Die läuft heute ab. Punkt 3 Uhr. Zu dumm. Sie wissen ja, ich und mein Neffe, wir haben uns 2 Jahre lang abgerackert, um die Kälberzucht auf die Beine zu bringen. Noch 60 Tage, dann hätten wir es geschafft. Dann könnten wir die Wechsel einlösen und obendrein noch einen Profit haben. Dann könnten wir alles ein bisschen hübsch machen und außerdem heiraten. Weiß ich alles, Billy. Ich wollte, ich könnte helfen, aber das steht nicht in meiner Macht. Ja, Sie haben alles getan, Mr. Endicott. Aber ich kann die 3.600 Dollar bis heute Nachmittag um 3 Uhr nicht auftreiben. Jedenfalls nicht, wenn ich nur meinen Hut in der Hand habe. Ja, was anderes kommt ja für Sie nicht mehr in Frage. Darauf können Sie Gift nehmen. Eins kann ich noch für Sie tun. Ich kann die Wechsel bis morgen früh um 9 Uhr zurückhalten, bis wir wieder aufmachen. Vielleicht klappt es bis dahin. Vielleicht finde ich bis dahin noch einen Käufer für meine Kälber. Billy. Harrison hat mir gesagt, er sucht noch Ware für die Versteigerung. Fragen Sie ihn doch mal. Ja, natürlich. Er wird mich zwar rupfen wie eine Sonntagsgans, aber wir behalten wenigstens die Ranch und vielleicht sogar noch ein paar Kühe. Und Ihre Tüchtigkeit behalten Sie auch, Billy. Wenn Sie morgen früh kurz vor 9 Uhr an die Tür klopfen mit einem Scheck von Harrison, ist der Fall erledigt. Danke, Mr. Endicott. Ich versuche mein Heil. Bill, was wirst du jetzt tun? Tja, da gibt's nur eine Möglichkeit. Die Kälber versteigern lassen und von vorn anfangen. Gemeinsam schaffen wir es schon. Wenn ich bei der Bank meine Schulden bezahlt habe, wird leider nichts mehr übrig sein für den Pfarrer. Die Bank lehnt es ab, die Frist zu verlängern. Dasselbe tue ich auch. Nein, Erlin, es gibt keinen anderen Ausweg für mich, als noch ein Jahr schwer zu schuften. Es hat doch keinen Sinn, dich in mein Unglück mit hineinzuziehen. Gerade jetzt brauchst du mich, Bill. Es ist zwecklos zu warten. Übrigens, meinen Laden, den verkaufe ich. Ja, und nächsten Sonntag wird geheiratet, Billy. Billy Wades grüne Weiden. So kann man sein Geld auch verdienen. Er hat's besser gehabt als ich in den letzten Jahren. Es wäre ein hübsches Schlafzimmer, aber es müsste ein Bett drin sein und nicht nur 2 Strohsäcke. Ja, Billy wäre eigentlich reif jetzt nach den 2 Jahren hier. Seht mal, das ist die Konkurrenz von uns. Die Kleine, die ihn bekehrt hat. Na, mich hätte sie nicht so leicht rumgekriegt. Ja, das war immer schon Billys Schwäche. Er kann nicht Nein sagen bei den Weibern. Na los, Colovey, mach mal Feuer und sieh zu, ob du was zu essen findest. Hey, das ist ja mein Junge.
Wenn das ein Überfall sein soll, dann werden Sie schwer enttäuscht sein. Du bist der Sohn von Medved, nicht wahr? Ja. Dein Vater ist in den Schoß der Familie zurückgekehrt. Guten Tag, Paps. Guten Tag, mein Junge. Lass dich mal ansehen. Donnerwetter noch mal. Du hast aber ganz schön nachgeholt in den letzten zwei Jahren. Dass du wieder da bist, ist herrlich. Aber wieso haben sie dich schon rausgelassen? Hm? Naja, das verdanke ich Ihnen. Ich habe eben einflussreiche Freunde. Komm, ich stelle sie dir vor. Hier, das ist Mel Dixon. Das ist mein Sohn Ted. Tag, Ted. Und das ist Rusty Colloway. Tag, Ted. Freue mich sehr. Na, und Billy wird auch froh sein, dass du wieder da bist. Ja? Sag mal, wo ist der Rinderkönig eigentlich? Er ist noch mal rüber zur Bank. Hm? Was will er denn da? Kassierer werden? Die Zeiten sind vorbei für ihn. Natürlich, das weißt du doch, Mel. Oh, sag mal, mein Junge, gibt's hier nicht was Essbares? Nur was da drüben im Schrank steht. Ein paar Bohnen mit Speck und einen Schluck Kaffee. Was will man mehr? Dixon, hilf Colloway mal ein bisschen beim Kochen. Komm, mein Junge, wir gehen raus und sehen uns die Gegend an. Hook, geh rein und lass dir von den anderen was zu essen geben. Danke, Boss. Na, ihr habt ja ganz schön zu schuften gehabt, ne? Na, aber wir haben es geschafft mit der Kälberzucht. Und wenn die Bank die Wechsel für Billy verlängert, dann haben wir... Das gehört schon ein halbes Leben, wenn man dieser Einöde hier was abgewinnen will. Ach, so schlecht ist das gar nicht, Paps. Und wenn man die Kälber an die Großhändler verkauft, das bringt schon was ein. Na ja. Und wenn du jetzt mitmachst, kommen wir ganz schön voran. Ich soll wieder Cowboy spielen? Das glaubst du wohl nicht im Ernst, mein Sohn, wie? Billy und ich, wir haben uns das so gedacht. Sieh mal, ich habe sogar schon ein neues Brandzeichen entworfen. Ein W und eine 3. Die 3 Wades. Hübsch, nicht wahr? Ja, gefällt mir sehr. Ich habe übrigens auch an dich gedacht, mein Junge, in Yuma. Da habe ich was für dich gemacht, in meiner Freizeit nämlich. Viel hat man ja nicht bei der Schufterei im Steinbruch. So? Danke. Das gefällt mir. Ist nur ein bisschen zu groß für meinen Gürtel. Dafür ist es ja auch nicht, sondern für einen Pistolengürtel. Na, du hast doch schon einen, oder nicht? Natürlich, den du mir gegeben hast. Ich trage ihn bloß nicht. Billy sieht's wohl nicht gern, wie? Außer Schakalen kann man hier sowieso nichts schießen. Aber geübt habe ich immer weiter, nur so zum Spaß. Wetten, dass ich dir über bin, Paps? Nein, nein, ich wette lieber nicht. Ich bin eingerostet wie eine alte Wetterfahne. Aber wie würdest du denn abschneiden gegen Billy? Keine Ahnung. Mit Onkel Billy rede ich nicht mal übers Schießen. Was du nicht sagst. Na, da bin ich gespannt, was er von meinem Vorschlag hält. Lange auf ihn zu warten brauchst du jedenfalls nicht. Hallo, Billy. Nanu, Matt. Da staunst du. Allerdings. Wie bist du denn schon rausgekommen? Sie haben Papst entlassen. Ist das nicht fein? Das soll ich dir glauben? Naja, ich bin über die Mauer geklettert. Warum auch nicht, hm? Ich denke, du bist entlassen worden. Das habe ich nur gesagt, um dich nicht zu beunruhigen, mein Junge. Wenn du für deinen Jungen wirklich was tun willst, dann musst du zurückgehen, deine Strafe absitzen und den Revolver an den Nagel hängen, so wie ich. Später kannst du dann bei uns bleiben, wenn du willst. Na, das Dumme ist, ich kann nicht mehr zurück, selbst wenn ich es wollte, Billy. Die hängen mich. Ich habe nämlich einen erstochen, einen von den Wächtern. Jetzt hast du verspielt, Matt. Jetzt bist du so gut wie vogelfrei. Und kein Mensch nimmt dich mehr auf. Das weiß ich, aber ich gehe nach Kanada. Du hilfst mir doch raus. Ja, wir helfen dir beide raus. Das ist leider ganz unmöglich. Irrtum, Billy. Pass mal auf, drüben in Tombstone wartet eine große Sache auf uns. Krumme Sachen mache ich nicht mit. Na, todsicher, alles schon vorbereitet. $500,000. Weißt du, mit unserem Anteil kaufen wir uns ein prächtiges Stück Land drüben in Kanada. Eine richtige Ranch mit Weiden und einem eigenen Fluss. Ich sage nein, Matt. Ted, Erlin und ich, wir heiraten nächsten Sonntag. Dann hat die Bank unsere Wechsel verlängert? Nein, leider nicht. Alle unsere Kälber und Kühe müssen versteigert werden. Und ich muss morgen früh vor 9 Uhr bei der Bank sein mit dem Scheck von Harrison. Jetzt müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Tja, so ziemlich. Erlin tut sich mit uns zusammen. Wir schaffen es schon. Davon bin ich überzeugt. Ja, mein Junge, Billy hat ganz recht. Los, holt die Pferde. Und was wird aus dir, Vater? Keine Ahnung, aus dem Geschäft wird jedenfalls nichts, wenn Billy mir nicht hilft. Wo wirst du denn jetzt hingehen? Mach dir um deinen Vater keine Sorgen, mein Kleiner. Ich komme schon durch. Wir haben da einen Schlupfwinkel in der Nähe von Tombstone. Du kennst ja die alte verlassene Hütte bei der Schlangenhautmine.
Ich werde mir schon was ausdenken. Also, macht's gut, ihr Rinderkönige. Sonntag in der Kirche. Wohl ins Wasser gefallen, die Lendensache. Denkst du, ich verzichte auf so einen Haufen Geld? Der alte Matt ist nicht so schnell bei der Hand mit aufgeben. Billy, können wir denn gar nichts für ihn tun? Nein, ihm ist leider nicht mehr zu helfen. Überall, wo er auftaucht, wird er gejagt werden und für den Rest seines Lebens wird er nie mehr zur Ruhe kommen. Komm, Ted, es ist Zeit zum Essen. Also, Peak, bitte, ich hab's gemacht. Du schuldest mir $10, Colloway. Ja, stimmt, die schulde ich dir. Matt, Lenden wird nicht mehr lange warten. Was tun wir eigentlich immer noch hier? Du kannst deinen Bruder doch nicht rumkriegen. Du hast ganz recht, Dixon. Meinen Bruder Billy kann ich nicht umstimmen. Aber vielleicht jemand anderen. An wen denkst du denn da? An den Prokuristen von der Bank. Du bist wohl betrunken. Wir müssen Billy zwingen, dass er mitmacht. Und bei der Gelegenheit werden wir gleich noch ein bisschen was erben. Da schlagen wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ist die Sache nicht etwas sehr riskant? Morgen früh wird Billy bei der Bank anklopfen, bevor sie geöffnet wird. Wenn sie ihm die Tür aufmachen, dann machen sie sie auch für uns auf. Wo willst du denn mit dem Schießeisen hin? Ich muss meinem Vater helfen, über die Grenze zu kommen. Das kann sehr unangenehm für dich werden. Wenn du ihm nicht hilfst, dann muss ich es eben tun. Du weißt, welche Strafe darauf steht. Das ist mir egal. Er ist mein Vater. Und ich habe die Pflicht, ihm zu helfen. Also dann tu, was du tun musst. Ich werde dich nicht davon abhalten. Ted. Du wirst mir hier verdammt fehlen. Ich werde noch die Kälber für Harrison zusammentreiben, bevor ich weggehe. Danke, mein Junge. Sehen Sie mal nach, wer das ist. Es ist Billy Wade, der scheint den Scheck zu haben. Dann lassen Sie ihn rein. Guten Morgen, Billy. Stehen bleiben. Er mit dem Geld. Den Scheck brauchst du jetzt nicht mehr, Billy. Ich hätte nicht gedacht, dass du deinen eigenen Sohn anlügst. Das tue ich doch bloß für Ted. Der soll es mal besser haben. Ja, ins Gefängnis bringst du ihn. Da wartet er dann mit den anderen Gaunern zusammen, bis sie dich hängen. Halt's Maul! Geh zu deinem Pferd. Hat Billy Wade das ausgeheckt? Selbstverständlich. Was haben Sie denn gedacht, Mister? Er hat mir aufgetragen, Ihnen einen besonders herzlichen Gruß zu bestellen. Er vermacht Ihnen seine Kühe. Mitsamt seiner Ranch. Den Jungs schon vor zur Minenhütte. Ich habe noch mit Billy zu reden. Augenblick mal. Euer Gespräch hätte ich auch gern gehört. Das ist eine Sache, die nur Billy und mich angeht. Ich komme gleich nach. Reitet schon vor.
Schneller, Ted. Dein Vater wird auch gleich hier sein. Danke, Mr. Dixon. Ich komme mit, um zu helfen, Vater über die Grenze zu bringen. Mach kein so böses Gesicht, Billy. Du warst doch sonst nicht so. Du bist doch schon öfter erpresst worden. Aber nicht von meinem Bruder. Naja, du weißt ja, was für mich dabei auf dem Spiel steht. Das kann ich nicht so leicht in den Wind schlagen. Du hast dir gedacht, zunächst verhindere ich mal, dass er mit der Bank klarkommt. Ha, ja, das war jedenfalls der erste Schritt. Damit hast du auch Glück gehabt. Aber ich werde den Sachverhalt richtig... Nein, Billy! Ich kann dich jetzt nicht umkehren lassen. Entweder wir machen es zusammen oder ich mach's ohne dich. Eine Wahl habe ich also nicht. Na gut, ich mach mit. Wir haben uns um die Waffe gerauft und zum Unglück ist sie plötzlich losgegangen. Matt hat mich in der Bank erpresst und dann hat er mich mit der Waffe gezwungen, mitzureiten. Du glaubst mir doch nicht, wa? Ja, vielleicht war es so. Ich schwöre dir, dass es so gewesen ist. Das mag sein, aber du hast ihn ja gehasst und helfen wolltest du ihm auch nicht. Jetzt bist du ihn wenigstens los. Nein, das ist nicht richtig, Ted. Später wirst du das schon einsehen. Wir bringen ihn zur Ranch zurück und werden ihn dort beerdigen. Lass mich in Ruhe. Das tue ich allein. Na gut. Ich werde zur Stadt zurückreiten und versuchen, den Fall aufzuklären. Wenn es gelingt, dann bleibt uns beiden ja immer noch die Ranch. Verzichte. Ich muss deinen Freunden sagen, was mit ihm passiert ist. Tu das nicht. Diese Burschen sind kein Umgang für dich. Ich tue von jetzt an das, was ich für richtig halte. Das ist doch Billy Wade. Ja, natürlich. Er ist zurückgekommen. Wade, Mr. Endicott, Sie sollen wissen, wie es dazu gekommen ist. Mir reicht, was ich gesehen habe. Hände hoch, Wade. Endicott, Sie müssen mich anhören. Ich bin dazu gezwungen worden. Glauben Sie, ich wäre jetzt hier, wenn ich an dem Überfall beteiligt gewesen wäre? Und das kann genauso gut ein fauler Trick von ihm sein. Halt, gebt ihm eine Chance. Er behauptet, er ist unschuldig. So können wir los, holt den Burschen raus, schreien ihn auf. Halt. Wir können da wenig machen. Komm, wenn ihn gleich auf, vorwärts. Keine Schreien, nicht los. Das könnt ihr nicht. Ihr sollt mich loslassen. Ich bin unschuldig. Das ist doch gar nicht wahr. Hört mich doch an. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich bin entführt worden. Hört euch das an. Billy Wade ist entführt worden. Ihr wisst ja nicht, was ihr tut. Ich bin erpresst worden. Weg mit dem Strick. Lass ihn doch sofort loslassen. Ihr wird nicht gelyncht. Der Mann kommt vor ein Gericht. Was? Wozu so viele Umstände? Wenn das Gericht ihn verurteilt, dann wird er auch aufgehängt. Los machen, Pete. Natürlich ist er schuldig. Das wissen wir doch.
kennt jeden Schlupfwinkel hier im Lande und ist schlau wie ein Fuchs. Und wenn Matt ihn nun wirklich erpresst hat, was dann? Das muss er uns erst mal beweisen. Tja, so ist es gewesen. Ich habe nur Angst um Ted, dass er irgendwas Verrücktes anstellt. Und sich vielleicht noch selbst strafbar macht. Wenn Ted ihnen sagt, dass du Matt erschossen hast, dann werden sie dich doch umbringen. Nein, nicht, wenn sie mich brauchen. Du willst dich mit ihnen zusammentun? Tja, Herr Lehn, das ist der einzige Weg, um Ted von ihnen wegzubringen. Und vielleicht kann ich so dem Gericht meine Unschuld beweisen. Indem du einen Raubüberfall mitmachst? Nein, indem ich sie anzeige und sie dem Marshall und dem Gericht ausliefere. Ach, Bill. Du hast dir so viel Mühe gegeben, dein vergangenes Leben zu vergessen. Ich hatte gehofft, dass du sie nie mehr brauchen würdest, als du sie mir damals in Verwahrung gabst. Aber ich sehe ein, dass dir keine Wahl bleibt. Danke, Aline. Und jetzt geh rüber zur Marshall und sage ihm, was ich für einen Plan habe. Versuche ihn von meinem guten Willen zu überzeugen. Ja, das werde ich. Bill? Ja? Ach so. Tja, das wirft unsere Hochzeitspläne wieder über den Haufen, nicht wahr? Ach, daran habe ich mich schon gewöhnt. Fristverlängerung gewährt. Danke für die Hilfe bei der Beerdigung. Nicht zu danken, mein Junge. Wie ich Billy kenne, war es ein glatter Mord. Aber er sagt doch, es ist ein Unglücksfall gewesen. Billy Wader schießt keinen Mann rein zufällig. Ihr glaubt ihm das wohl nicht, wie? Du vielleicht? Ich würde nicht so viel darüber nachgrübeln. Wenn Billy wieder in der Stadt auftaucht, dann machen Sie kurzen Prozess mit ihm. Den hängen Sie auf, todsicher. Ja, bestimmt. Und mit unserer Wells-Fargo-Sache ist es auch aus. Ohne Wade fällt alles ins Wasser. Ich bin auch ein Wade. Ja, aber dafür bist du nicht der Richtige. Der Boss wollte das nicht mal mit deinem Vater machen. Billy Wade kommt! Ihr könnt unbesorgt sein. Ich will euch einen Vorschlag machen. Einen Vorschlag, sagst du? Was für ein Vorschlag denn? Ich bin sehr neugierig. Ich habe mich entschlossen, die Wells-Fargo-Sache zu übernehmen. Du hast deine Meinung verdammt schnell geändert, finde ich. Matt hat mich überzeugt. Darum mache ich mit. So, und deshalb musste er sterben. Matt konnte uns nichts nützen. Er war gerade erst aus dem Gefängnis ausgerückt. Durch ihn wären wir alle gefährdet gewesen. Wenn ein Mann nichts mehr taugt, muss man ihn eben beseitigen. Du verlogener Mörder. Du hast mir erzählt, es war ein Unglück. Ruhig, Kleiner. Dein Leben fängt doch erst an, nicht wahr? Also gut, Billy. Komm ins Haus, da reden wir weiter. Oh, mach mal unsere letzte Flasche auf. Das ist doch ein Grund zum Feiern, nicht wahr? Was hast du denn hier herumzulungern, hä? Der gehört zu unserer Mannschaft, Billy. Dein Pferd steht draußen. Verschwinde, ehe es zu spät ist. Zu spät? Wofür denn? Er kann ruhig hierbleiben, Billy. Wir können sowieso jede Waffe brauchen. Und er will doch Mets Platz einnehmen. So. Das Vergnügen kann er bald haben. Wenn er nicht so spurt, wie ich will. Also dann mal raus mit den Plänen. Wer ist der Mann, der dahinter steckt? Ein alter Freund von dir. George Landon. George Landon? Wie kommt denn der in ein Geschäft, bei dem es um eine halbe Million Dollar geht? Der war doch arm wie eine Kirchenmaus, als ich noch mit Garvey geritten bin. Tja, die Zeiten sind vorbei. Heute gehört ihm halb Tombstone. Und du bist der Einzige, mit dem er verhandeln will.
Also gut, dann rede ich mit ihm. Halt mal, Billy. Du wirst doch gesucht, darum wird es vielleicht besser sein, er kommt hier raus, hä? Dazu haben wir keine Zeit. Wenn die Sache so gut ist, wie du sagst, müssen wir sie auch gut organisieren. Auch richtig. Also, damit ihr von Anfang an im Bilde seid. Die Führung übernehme ich und damit übernehme ich auch die Verantwortung für euch. Und für dich gilt das ganz besonders. Wenn es klappen soll, darf es keine schwache Stelle bei uns geben. Darum steigst du jetzt auf dein Pferd und verschwindest hier. Nein, ich werde nicht gehen. Das ist kein Geschäft für Grünschnäbel, sondern für Männer. Also, du gehst jetzt. Ja, ich gehe, aber erst rechne ich noch mit dir ab. Heb die Waffe auf. Aufheben, sag ich. Geh jetzt. Raus! Darauf warst du wohl nicht gefasst. Ja und nein. Ich wusste nicht, ob du so vernünftig sein würdest. Die Jungs haben mir erzählt, ihr würdet ganz was Großes vorhaben. Ja, das stimmt, Billy. Bitte setz dich, nimm Platz. Da ist was zu trinken. Es soll sich dabei ja um eine halbe Million Dollar handeln. Solche Summen liegen nicht auf der Straße rum. Jedenfalls nicht oft. Höchstens einmal im Jahr, wenn sie hier kein Geld mehr in der Kasse haben. Dann fordert die Bank Nachschub an aus der Bundesreserve in San Francisco. Ja, das ist mir bekannt von früher. Die Velfago Expresswagen aus Benton. Mhm. 20 Leute, alle schwer bewaffnet. Nein, jetzt sind es nur noch 6, seit du dich zur Ruhe gesetzt hast. Aber mit denen fertig zu werden, ist nicht deine Aufgabe. Das soll nämlich ein alter Freund von dir tun. Ike Garvey. Ach, der arbeitet immer noch für dich? Ich arbeite mehr für ihn als er für mich. Ich würde ihm kaum nachtrauern. Und um ihn loszuwerden, zahlst du gleich eine halbe Million. Da bist du bei mir an der falschen Adresse, George. Für sowas gebe ich mich nicht her. Moment mal, wer verlangt denn das von dir? Zufällig trifft es sich so, dass er dir eins auswischen möchte. Man nennt das Notwehr, nicht wahr? Du bist immer noch der abgefeimte Gangster, der du früher warst. Also gut, George, was ist im Topf? Hör zu, Garvey überfällt den Wagen aus Benton, Freitagmorgen. Dein Plan ist also, Garvey soll die fertig machen und danach soll ich Garvey fertig machen. Genau. Übrigens, Billy, den Platz, wo beides stattfinden soll, kannst du selbst bestimmen. Hast du Ike schon fest? Noch nicht. Ich habe ihn hingehalten, weil ich hoffte, du würdest auftauchen. Er kommt wegen der Einzelheiten am Donnerstagnachmittag. Da gibt's eigentlich nur eine Stelle zwischen hier und Benton. Mhm. Red Canyon. Ja, da gibt's gute Verstecke, zuerst für Garvey und später für uns. Gut. Also, dann werde ich's mit Ike festmachen. Und wann höre ich von dir? Wir treffen uns, und zwar am Salzfluss, sobald Garvey hier war. Einverstanden. Noch eins. Billy, du vergiss doch die Sache mit Garvey nicht. Er nennt sich immer mein stiller Teilhaber. Dazu will ich ihn auch machen. Wie ich Ike kenne, wird er mich selbst daran erinnern. Also, bis Donnerstag, George. Ja. Gesucht wegen Mordes und Bankraubes. Ich habe immer noch Bedenken, den Steckbrief gegen Bill Wade rauszugeben. Was sollen wir machen? Sollen wir warten, bis die Kerle uns hier... Stehen bleiben. Keine Bewegung machen. Bist du verrückt, hier so einzudringen? Den Steckbrief könnt ihr euch schenken, wenn ihr mir jetzt mal zuhört. Erlin hat uns deine Geschichte erzählt, Bill. Hast du noch irgendetwas Neues? Ich bin bei Metz alter Bande. Aber nur, um sie euch auszuliefern und um mich selbst zu rechtfertigen. Darum passt jetzt mal genau auf, was ich euch sage. Die Burschen dingfest zu machen, ist unsere Sache. Ihr wollt doch euren Freund Garvey schon lange eins auswischen. Ja, ich würde ihn gern wegen einer anderen Sache hinter Schloss und Riegel setzen. Noch ehe der Geldtransport aus Frisco kommt,
Du als Marshall willst den sichern, nicht wahr? Well, Fargo bewacht ihn selbst. Aber wenn Garvey sich daran macht, wird das mein Geschäft. Genau auf den hat er es abgesehen, und zwar Freitagmorgen. Woher weiß er oder woher weißt du so genau den Tag? Die Transporte sind streng geheim. George Landon hat es rausbekommen. Ach, das glaubst du ja selber nicht. George Landon ist ein achtbarer Bürger. Und obendrein gehört ihm noch die halbe Stadt hier. Er hat mich eben angeheuert, Garvey zu erledigen. Und dafür mache ich dann 50-50 mit ihm. Das ist doch kaum zu glauben. Aber schön, nehmen wir mal an, es stimmt. Nehmt eure Leute, reitet nach Red Canyon und versteckt sie dort vor Tagesanbruch. Wenn Garvey mit seinen Leuten dort auftaucht, könnt ihr die Kerle dingfest machen. Die anderen kriegt ihr von mir. Also gut, Billy. Wenn das stimmt, an uns soll es nicht liegen. Wir sind zur Stelle. Na dann, bis Freitagmorgen. Ted! Ted, wait! Entschuldige bitte, Aline, ich habe keine Zeit. Augenblick, Ted, ich habe dir was zu sagen. Wenn es wegen Billy ist, bin ich gar nicht neugierig. Ich weiß, was du von ihm denkst, aber das ist alles nicht wahr. Dich hat er ebenso angelogen wie mich. Ich bin fertig mit ihm. Und mit seiner ganzen Sippschaft. Was soll's sein? Ein Bier. Du bist doch Ted Weed, nicht wahr? Der Neffe von Billy. Ja, warum denn? Ist das nicht unvorsichtig von dir hierher zu kommen, wo die Polizei hinter Billy her ist, wegen des Bankraubs? Die Sache geht mich nichts an. Ich will auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sehen Sie den Jungen an dem Tisch da drüben? Der junge Bursche, der so komische Grimassen schneidet vor seinem Bier? Das ist der Sohn von Medved. Nicht wirklich. Wer hätte das gedacht? Das ist ja schon ein richtiger junger Mann. Er scheint eine ziemliche Wut zu haben auf seinen Onkel Billy. So? Wer was gegen Billy hat, ist schon ein Freund von mir. Oder soll's werden? Hast du Sorgen, mein Sohn? Was geht Sie das an? Naja, das war nicht bös gemeint. Du bist der Sohn von Matt Wade, hä? Ja. Wieso? Ich bin ein alter Freund von deiner Familie, besonders von deinem Onkel Billy. Das ist keine Empfehlung für mich. Wie ich hörte, sollt ihr beide doch wie Brüder zusammenleben auf eurer kleinen Ranch da draußen. Das ist vorbei. Wir haben uns getrennt. Ach nein, das ist aber schade. Wann seid ihr euch zuletzt begegnet? Gestern. Er ist hier in Tombstone. Hier in Tombstone ist er. Und da besucht er nicht mal alte Freunde wie mich oder Landon oder... Wie kommen Sie gerade auf Landon? Ja, weil Billy und er mal Geschäfte miteinander hatten. Das haben Sie noch? Jetzt noch? Naja, ich nehme an, Billy und George machen Geschäfte mit Rindern, Ländereien oder... Warum interessieren Sie sich so dafür? Wer sind Sie eigentlich? Das sagte ich dir ja schon. Ein guter Freund. Ike Garvey. Garvey? Der Name gibt dir wohl einen Stoß, was, mein Junge? Na, das macht nichts. Billy würde mich am liebsten umlegen. Wir beide haben nämlich schon früher noch eine Rechnung zu begleichen. Wenn ich ihm zuerst begegne, dann können Sie sich die Mühe sparen. Das wäre die größte Dummheit, die du machen könntest. Direkt hier, vor den Augen des Marshalls. Außerdem hat das keine Eile. Warte. Ich habe eine Idee. Ja? Natürlich. Was hältst du davon, wenn du zu mir kommst und bei mir arbeitest, wie? Du könntest das Vieh einfangen und brennen. Ganz legal. Wenn es Ihnen damit ernst ist, dann
Nehme ich Ihr Angebot an, Mr. Garvey. Also gut, der Handel gilt. Hey, Hank. Ja? Bring noch ein frisches Glas Bier für den jungen Wade her. Er reitet mit uns. Einen Augenblick mal, mein Junge. Ich muss mal eben zu meinem Teilhaber raufgehen. Du musst den Kerl da ablecken. Unterhalte dich möglichst laut, in ungefähr einer Minute, kapiert? Okay, Boss. Aha. Ach so, du bist Scarve. Ja, du machst das wohl auf einen anderen, ne? Nein, ich wüsste nicht auf wen. Also, wie stehen die Aktien? Ich war gerade bei der Bank. Der Nachschub kommt morgen, und zwar wie immer mit dem Benton-Express. Morgens oder abends? Morgens. Und die Bewachung? 2 Mann mit Gewehren auf dem Wagen, 4 Reiter als Eskorte. Das sind für einen direkten Angriff zu viel. Das ist nur aus dem Hinterhalt zu machen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich denke, Red Canyon wird der beste Platz dafür sein. Ja, Red Canyon. Da sind gute Schlupfwinkel. Also, dann trinken wir mal auf einen vollen Erfolg. Von mir oder Billy Wade? Wieso? Was heißt das? Was meinst du damit? Ein junger Mann sitzt unten. Matt Wades Sohn. Und der hat mir gerade verraten, dass Billy Wade gestern hier gewesen ist. Ach so, daher weißt du das. Na ja, und wenn schon. Er ist noch mal vorbeigekommen, um zu sehen, ob ich ihm was zuschanzen könnte. Und da bin ich dir eingefallen. Aber Ike, wie kannst du nur auf so eine verrückte Idee kommen? Weil ich es genauso machen würde, wenn ich dich loswerden wollte. Aber ich bitte dich, Ike, was du da redest, ist doch unmöglich. Möglich, aber trotzdem mache ich Schluss mit unserer Partnerschaft. Erledigt. Komm, Hank, wir gehen. Zuletzt hier im Zimmer. Bitte, Marshall, ich habe Angst, es zu sagen. Von uns erfährt niemand was. Also sag schon. Es war Ike Garvey. Du kannst gehen. Das, was Billy gesagt hat, scheint zu stimmen. Wahrscheinlich hat Garvey Lenten erschossen, weil er nicht mit ihm teilen wollte. Du meinst, er macht es jetzt allein? Das weiß ich nicht, Pete. Das sagt uns vielleicht Billy Wade. Er wird mehr wissen als wir. Komm, wir gehen in mein Büro. Lenten kommt spät, Billy. Er muss jede Minute eintreffen. Hör zu, Dixon, die Sache mit Garvey soll sich folgendermaßen abspielen. Zuerst erledigt er mit seinen Leuten die Wellfargo-Wachen, dann werden wir eingreifen. Ja, aber das wird gar nicht so einfach sein, Billy. Du darfst nicht vergessen, Ike Garvey hat ein halbes Dutzend hervorragender Schützen aus Arizona bei sich. Darum werden wir ihn ja auch in eine Falle locken. Wisst ihr das Neueste? Lenten ist tot. Garvey soll ihn erschossen haben. Dann reiten wir erstmal in die Stadt zurück, um zu hören, was eigentlich los ist. Kommt. Wer ist da? Ich bin's, Billy. Ich habe nur eine Minute Zeit. Lenten soll tot sein. Hast du auch was davon gehört? Sie haben in der Stadt erzählt, Garvey hätte ihn erschossen. Das musste ja so kommen, aber so schnell habe ich es noch nicht erwartet. Billy, da ist noch was anderes. Ted war heute in der Stadt. Was ist denn passiert? Warum war er so verstört? Naja, ich habe ihm eine Runde gehauen und ihn rausgeschmissen. Es war nur zu seinem Besten. Ich fürchte, es hat nicht viel genützt. Ted hat heute mit Ike Garvey die Stadt verlassen. Ted mit Garvey? Mhm.
So was hätte ich dem Jungen niemals zugetraut. Entweder ist Ted ein Dummkopf oder Garvey ist noch viel schlauer, als ich dachte. Erlin, geh zu Marshal Sam Jennings. Sag ihm, Red Canyon gilt noch. Es hat sich nichts geändert. Hast du verstanden? Ja. Gut. Und keine Angst, mein Schatz, am Sonntag wird geheiratet. Dabei bleibt's. Na, Billy? Was ist nun mit unserer Wellfargo-Sache? Wir müssen leider unseren Plan ändern. Was ist denn passiert? Metz, Junge. Ich hätte nie gedacht, dass der so hinterhältig sein kann. Das Geschäft können wir damit wohl aufgeben. Und wenn wir Garvey reinlegen wollen, dann wird er schon auf uns warten. Ja, und umsonst soll er nicht gewartet haben. Was soll das heißen? Wir reiten morgen zu Garvey rüber und werden ihm sagen, dass wir an dem Überfall teilnehmen. Ja, und wenn Garvey auf unseren Vorschlag nicht eingeht? Er ist klug genug zu wissen, dass er besser mit uns geht als gegen uns. Na gut. Du hast ja zu bestimmen. Also das ist eure letzte Chance, umzukehren. Überlegt es euch. Noch ist es Zeit. Auf den Frühstücksspeck würde ich ungern verzichten. Naja, im Bett kann schließlich jeder sterben. Und das Wetter ist wie geschaffen dafür. Also, dann lade ich euch ein. Es ist zwar verdammt riskant für uns, wenn Billy Wade mit seinen Leuten die Gegend hier unsicher macht, aber das soll uns nicht abhalten von unserem großen Fang. Wenn wir wüssten, wo Billys Bande steckt, könnten wir die zuerst erledigen. Dazu müssen wir Zeit haben. Jetzt bleiben uns gerade noch 3 Stunden. Unsere Pferde sind gesattelt, Mr. Garvey. Gut, mein Junge, sieh bitte mal nach, was das Frühstück macht. Seht mal, da kommen 4 Mann angeritten. Das ist Billy. Billy Wade. Kommt mit, wir gehen lieber vors Haus. Das ist nah genug, Billy. Rede schon. Ich will mich kurz fassen, Ike. Ich möchte, dass du mich dazu zählst. Wozu? Zu denen, die wir erschießen? Wir haben keine Zeit, um uns zu streiten. Kassieren wir erstmal den Wagen mit dem Geld. Unsere persönliche Abrechnung kommt später. Wir sind 2-1, Billy. Wir können es gleich erledigen. Kein Einspruch. Aber mit dem Rest deiner Leute kannst du dann nicht mal eine Sonntagsschule überfallen. Das ist immerhin ein Argument. Ich kenne Mel Dixon, aber die anderen beiden, sind die einen Schuss Pulver wert? Colloway und Hoke. Mein Bruder Matt hielt eine ganze Menge von ihnen. Und mit 4 Kanonen mehr klappt's todsicher. Billy, der Vorschlag, den du mir machst, ist zwar eine Frechheit, aber wie sagt man so schön? Schüttelt euch die Hände und schließt Waffenstillstand. Ich bin dabei. Also dann wollen wir mal reingehen. Wo hast du ihn denn aufgegabelt? Ted Wade? Der gehört jetzt zu uns. Ich reite nicht gern mit Leuten, die mich einmal verraten haben. Diesmal musst du es in Kauf nehmen. Das ist die Straße nach Red Canyon.
Ich schlage vor, du nimmst deinen Trupp und reitest hinter dem Wagen her. Ich werde sie dann mit meinem Trupp von vorne angreifen. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir fassen die Velfago-Leute, wenn sie ihre Pferde wechseln, in Bokilas. 4 Meilen weiter rauf. Naja, kommen wir dann aus mit der Zeit? Wir werden gerade zur Mittagsrast kommen. Wir fassen sie, wenn sie drin sind, um was zu essen und Kaffee zu trinken. Na gut, wir können es versuchen. Reitest mit ein paar Leuten die Straße runter. Ich bleibe mit den anderen hier. Gut, aber du hast großes Vertrauen zu Billy Wade. Für Billy steht zu viel auf dem Spiel. Also los. Vorwärts. Und passt auf, dass euch niemand sieht. Da siehst du mal, Billy, wie viel Zeit wir noch haben. Der Express ist noch gar nicht da. Tja, deine Idee ist nicht schlecht gewesen. Soll ich mit meinen Männern nicht den schwierigen Teil übernehmen? Und der wäre? Wenn die Wachen reingehen, um etwas zu essen, dann hältst du sie mit deinen Leuten drin fest. Wir schnappen den Wagen und ab geht die Post. Ja, das ist ausgezeichnet. Das machst du mit deinen Leuten. Und wenn du pfeifst, dann kommen wir nach. Also gut. Dann werde ich das übernehmen. Sobald Wade die Pferde anbindet, springst du auf den Kutschersitz und fährst mit dem Wagen los, Richtung Hügel. Das wird er gar nicht gern sehen. Wenn er Schwierigkeiten macht, weißt du, was du tust. Ted! Wenn wir runterkommen, jagst du die Pferde der Wachen auseinander. Gut. Sieht so aus, als ob Billy uns betrügen will. Kommt, Jungs! Schreit den Weg ab und versuch ihn zu überholen!
die ersten beiden aus und holt die Geldkisten her. Ich habe den Eindruck, dass Billy euch ebenso betrügen wollte wie uns. Wo wollte Billy denn wohl hingehen mit der Beute? Wahrscheinlich direkt nach Red Canyon. Mach die Schlingen gut fest. Wo reiten wir lang? Drüben, bei Indian Springs, den Weg über die Höhe. Allein übrig geblieben? Ja. Zwei Tote, drei Verwundete drüben in Burkilas. Wer hat den Überfall gemacht? Die Leute von Garvey und Billy Wade. Gemeinsam? Garvey überfiel uns in der Station. Billy Wade schnappte sich den Wagen. Typisch für Billy Wade. Schickt uns rüber nach Red Canyon und vereinigt sich mit Garvey. Tja, da haben wir anscheinend doch aufs falsche Pferd gesetzt. Da sind die Spuren, Sam. Wollt ihr nicht gleich mitkommen? Wir bleiben lieber hier bei dem Wagen. Gut. Du denkst in diesem Augenblick sicher dasselbe wie ich. Was denn, Ike? Die Beute ist groß genug, um fünf Männern ein angenehmes Leben zu machen, oder? Ein Mann verdammt reich. Colloway und ich, wir sind schon zufrieden mit unserer Hälfte. Wie kommst du denn auf die Idee, wie? So war es abgemacht, oder nicht? Die Hälfte für dich und deine Mannschaft und die Hälfte für uns. So, das hast du dir so gedacht, Dixon. Hoke und Billy sind tot und vererben euch beiden eine Viertelmillion. Na, und warum nicht? Ja, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr sie. Aber vielleicht will Billy seine Hälfte Ted Wade hinterlassen. Ich verzichte auf das Geld. Mir klebt zu viel Blut dran. Rührt euch nicht von der Stelle. Oder es wird noch mehr Blut dran kleben. Lass mich schießen, Billy. Dann haben wir das ganze Geld für uns allein. Davon kriegt keiner was. Das Geld gehört nämlich der Bank. Das ist mein Ziel gewesen, das ich schon die ganze Zeit verfolgt habe. Das habe ich geahnt. Billy Wade ist doch ein Ehrenmann. Und sein Vorschlag ist nur eine Falle gewesen. Du hast es erraten, Garvey. Sam Jennings ist schon unterwegs und wird bald hier auftauchen. Willst noch einer von euch versuchen? Also alles, was recht ist, Billy. Du bist nicht schüchtern. Du beißt immer das größte Stück ab. Halt's Maul, werf die Waffen weg und schnall die Gürtel ab. Du zuerst, Ike. Thank you.
Das ist Billys Weste. Das ist der Weg nach Indian Springs. Garvey, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Das Geld und eure Pferde nehme ich in meine Obhut. Und zwar bis zu dem Augenblick, wo der Marshall hier ist. Dass der Marshall kommt, stimmt ja gar nicht. Du willst alles nur für dich haben. Denk, was du willst. Wer keine Lust hat, gehängt zu werden, der soll rauskommen. Den erschieße ich. Gilt das für Ted Wade auch? Ja, für ihn gilt das ganz besonders. Versuch mal irgendwie hier herauszukommen. Wenn du es geschafft hast, dann musst du ihn abknallen, hörst du? Habe ich gehofft, dich da rauslocken zu können. Dreh dich um, Billy. Und sieh mich dabei an. Du bist verrückt, Ted. Garvey wartet nur darauf, dich umzubringen, wenn du mich erschossen hast. Nein, das glaube ich nicht. Garvey ist mein Freund. Ich werde sie beweisen. Tritt vor und dann schieß hier vor mir eine Kugel ab in die Erde. Aber dann lass dich so schnell wie du kannst fallen. Die beiden sind tot. Vielen Dank für die Nachricht. Bestell Billy Wade einen schönen Gruß von mir. Ein Strolch bringt den anderen um. Komm. Dixon! Bist du's, Ike? Ja. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Umso besser. Was soll jetzt geschehen? Du kommst raus und zählst dir deine Hälfte ab. Da siehst du es, Ted. Hast du immer noch Lust, dich mit solchem Verbrechergesindel abzugeben? Ja, was soll ich jetzt machen? Kommen wir beide wieder klar? Der Fall ist erledigt. Hör zu. Du gibst mir Deckung. Ich versuche, Garvey Leben zu bekommen. Wir brauchen einen Zeugen. Halt! Stehen bleiben! Dreh dich langsam um und heb die Hände hoch. Das war dein Meisterstück, Billy. Komm raus, Ted. Ah, sieh einer an. Die Wade-Familie hat sich wieder vertragen. Nimm seine Waffe. Viel Arbeit hast du uns ja nicht gelassen. Bring die Kisten für das Geld her, Jungs. Billy, du brauchst uns nicht viel zu sagen. Durch die Weste hier wussten wir alles. Hat er dich schwer verletzt? Nein, aber den Arm werde ich wohl eine Weile nicht brauchen können. Das ist der Nachschub für die Bank. Der Rest muss drüben bei Dixon liegen. Dann ist der Kerl tot, doch mehr wert als lebendig. Los, Jungs, bringt ihn weg. Na, du alter Sünder, du lässt dich wohl doch lieber hängen. Ach, macht, was ihr wollt. Heutzutage kann man sich auf keinen Menschen mehr verlassen. Hör mal, Billy, der Arm kann doch wohl kein Hindernis sein, dass du am Sonntag heiratest. Nein, Sam. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, dem das Kunststück gelungen ist, noch als Verbrecher ein anständiger Kerl zu sein.
Mein Leben fängt doch erst an, nicht wahr? Also gut, Billy. Komm ins Haus, da reden wir weiter. Oh, mach mal unsere letzte Flasche auf. Das ist doch ein Grund zum Feiern, nicht wahr? Was hast du denn hier herumzulungern, hä? Der gehört zu unserer Mannschaft, Billy. Dein Pferd steht draußen. Verschwinde, ehe es zu spät ist. Zu spät? Wofür denn? Er kann ruhig hierbleiben, Billy. Wir können sowieso jede Waffe brauchen. Und er will doch Metz Platz einnehmen. So. Das Vergnügen kann er bald haben. Wenn er nicht so spurt, wie ich will. Also dann mal raus mit den Plänen. Wer ist der Mann, der dahinter steckt? Ein alter Freund von dir. George Landon. George Landon? Wie kommt denn der in ein Geschäft, bei dem es um eine halbe Million Dollar geht? Der war doch arm wie eine Kirchenmaus, als ich noch mit Garvey geritten bin. Tja, die Zeiten sind vorbei. Heute gehört ihm halb Tombstone. Und du bist der Einzige, mit dem er verhandeln will. Also gut, dann rede ich mit ihm. Halt mal, Billy. Du wirst doch gesucht, darum wird es vielleicht besser sein, er kommt hier raus, hä? Dazu haben wir keine Zeit. Wenn die Sache so gut ist, wie du sagst, müssen wir sie auch gut organisieren. Auch richtig. Also, damit ihr von Anfang an im Bilde seid. Die Führung übernehme ich und damit übernehme ich auch die Verantwortung für euch. Und für dich gilt das ganz besonders. Wenn es klappen soll, darf es keine schwache Stelle bei uns geben. Darum steigst du jetzt auf dein Pferd und verschwindest hier. Nein, ich werde nicht gehen. Das ist kein Geschäft für Grünschnäbel, sondern für Männer. Also, du gehst jetzt. Ja, ich gehe, aber erst rechne ich noch mit dir ab. Heb die Waffe auf. Aufheben, sag ich. Geh jetzt. Raus! Darauf warst du wohl nicht gefasst. Ja und nein. Ich wusste nicht, ob du so vernünftig sein würdest. Mr. Garvey, ja? Was soll's sein? Korn, wo ist Landon? Ich glaube kaum, dass er Sie erwartet, Mr. Garvey. Ich komme immer unverhofft. Sag ihm, ich will ihn sofort sprechen. Ja, Sir. Du willst mich sprechen, Garvey? Ja. Was tust du hier in der Stadt? Ich habe den Eindruck, mein Besuch passt dir nicht. Ich habe dich nur gefragt, sonst so, nichts. Umso besser. Ich habe Neuigkeiten für dich. Komm, wir gehen in mein Büro. Hier, das sind die Gelder. 2 Wocheneinnahmen. Aus dem Hotel, der Bar und der Spielbank. Mit der Abrechnung zufrieden, ja? Kontrollieren kann ich's nicht. Es wird schon so sein, wie du sagst. Hier sind die Bücher.
Von mir aus kannst du sie nachprüfen. Die Bücher? Ich kenne einen besseren Weg zur Wahrung meiner Interessen. Deine Interessen? Nimm das Maul nicht so voll. Durch Erpressung hast du dich in mein Geschäft gedrängt, aber mach nicht den Fehler, mich zu unterschätzen. So. Hier sind deine 30%. Steck das Geld ein und dann geh. Aber Partner, was ist denn das für eine Tonart? Ich hab dir doch gesagt, dass es was Neues gibt. Die 30% sind für dich und die 70 für mich. So wird unsere Partnerschaft jetzt immer aussehen. Halt mal. Wenn du glaubst, dass ich zusehe, wie du mein Geld einsteckst, dann irrst du dich. Du willst wohl, dass ich deine 30% auch noch kassiere, hä? Huh? Es ist riskant für dich, Lenden, aus dem Geschäft auszusteigen. Na ja, ich sehe schon. Ich will. Dixon, komm mal rauf in meinem Büro. Bist du mit deinen Leuten bereit, die Sache heute Nacht zu machen, Dixon? Ja, wir haben Matt schon Bescheid gegeben. Ich nehme an, es wird bestimmt klappen. Na gut. Ich warte dort, wo wir uns verabredet haben. Telegraph wird die Nachricht sofort überall durchgeben. Mach lieber das Feuer aus, Dixon. Keine Angst, Matt. So schnell geht's nicht. Oak und Collaway kennen sich aus mit Telegraphendrähten. An drei Stellen haben wir sie durchgeschnitten. Hier. Ohne das bin ich mir die 2 Jahre direkt nackt vorgekommen. Also, Dixon, was machen wir jetzt? Einen langen Ritt. Wir treffen uns mit George Landon an der alten Schlangenhautmine außerhalb von Tombstone. Landon hat mich da rausgeholt? Er hat was zu tun für uns. Dann muss er mich ja verdammt nötig brauchen, wenn er sich so viel Mühe macht. Ihr bleibt hier und haltet Wache. Tag, Matt. Setz dich hin. Du bist wohl sehr überrascht gewesen, hm? Ja. Ich habe nicht gedacht, dass sich jemand Sorgen darüber macht, ob der alte Matt im Gefängnis krepiert oder nicht. Ich danke dir, George. Danken kannst du mir, aber auf eine andere Weise. Und dir könntest du dabei eine Scheibe abschneiden von 500.000 $. Oh, du hast wohl vor, die ganze Denver Münze auszuplündern, wie? Näheres erfährst du, Matt. Wenn ich genau weiß, dass dein Bruder Billy die Sache mitmacht. Was soll denn Billy dabei? Er ist nicht umsonst er. Billy Wades grüne Weiden. So kann man sein Geld auch verdienen. Er hat's besser gehabt als ich in den letzten Jahren. Es wäre ein hübsches Schlafzimmer, aber es müsste ein Bett drin sein und nicht nur 2 Strohsäcke. Ja, Billy wäre eigentlich reif jetzt nach den 2 Jahren hier. Seht mal, das ist die Konkurrenz von uns. Die Kleine, die ihn bekehrt hat.
Na, mich hätte sie nicht so leicht rumgekriegt. Na, das war immer schon Billys Schwäche. Er kann nicht Nein sagen bei den Weibern. Na los, Colovey, mach mal Feuer und sieh zu, ob du was zu essen findest. Hey, das ist ja mein Junge. Wenn das ein Überfall sein soll, dann werden Sie schwer enttäuscht sein. Du bist der Sohn von Medved, nicht wahr? Ja. Dein Vater ist in den Schoß der Familie zurückgekehrt. Guten Tag, Paps. Guten Tag, mein Junge. Lass dich mal ansehen. Donnerwetter noch mal. Du hast aber ganz schön nachgeholt in den letzten 2 Jahren. Dass du wieder da bist, ist herrlich. Aber wieso haben sie dich schon rausgelassen? Hm? Naja, das verdanke ich Ihnen. Ich habe eben einflussreiche Freunde. Komm, ich stelle sie dir vor. Hier, das ist Mel Dixon. Das ist mein Sohn Ted. Tag, Ted. Und das ist Rusty Colovey. Tag, Ted. Freue mich sehr. Na, und Billy wird auch froh sein, dass du wieder da bist. Ja? Sag mal, wo ist der Rinderkönig eigentlich? Na, er ist nur mal rüber zur Bank. Hm? Was will er denn da? Kassierer werden? Die Zeiten sind vorbei für ihn. Natürlich, das weißt du doch, Mel. Oh, sag mal, mein Junge, gibt's hier nicht was Essbares? Nur was da drüben im Schrank steht. Ein paar Bohnen mit Speck und einen Schluck Kaffee. Was will man mehr? Dixon, hilf Colovey mal ein bisschen beim Kochen. Komm, mein Junge, wir gehen raus und sehen uns die Gegend an. Hook, geh rein und lass dir von den anderen was zu essen geben. Danke, Boss. Na, ihr habt ja ganz schön zu schuften gehabt, ne? Na, aber wir haben es geschafft mit der Kälberzucht. Und wenn die Bank die Wechsel für Billy verlängert, dann haben wir... Das gehört schon ein halbes Leben, wenn man dieser Einöde hier was abgewinnen will. Ach, so schlecht ist das gar nicht, Paps. Und wenn man die Kälber an die Großhändler verkauft, das bringt schon was ein. Na. Du denkst in diesem Augenblick sicher dasselbe wie ich. Was denn, Ike? Die Beute ist groß genug, um 5 Männern ein angenehmes Leben zu machen, oder? Ein Mann verdammt reich. Colovey und ich, wir sind schon zufrieden mit unserer Hälfte. Wie kommst du denn auf die Idee, wie? So war es abgemacht, oder nicht? Die Hälfte für dich und deine Mannschaft und die Hälfte für uns. So, das hast du dir so gedacht, Dixon. Hook und Billy sind tot und vererben euch beiden eine 250.000. Na, und warum nicht? Ja, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr sie. Aber vielleicht will Billy seine Hälfte Ted Wade hinterlassen. Ich verzichte auf das Geld. Mir klebt zu viel Blut dran. Rührt euch nicht von der Stelle. Oder es wird noch mehr Blut dran kleben. Lass mich schießen, Billy. Dann haben wir das ganze Geld für uns allein. Davon kriegt keiner was. Das Geld gehört nämlich der Bank. Das ist mein Ziel gewesen, das ich schon die ganze Zeit verfolgt habe. Das habe ich geahnt. Billy Wade ist doch ein Ehrenmann. Und sein Vorschlag ist nur eine Falle gewesen. Du hast es erraten, Garvey. Sam Jennings ist schon unterwegs und wird bald hier auftauchen. Willst noch einer von euch versuchen? Also alles, was recht ist, Billy. Du bist nicht schüchtern. Du beißt immer das größte Stück ab. Halt's Maul, werf die Waffen weg und schnall die Gürtel ab. Du zuerst, Ike. Das ist Billys Weste. Das ist der Weg nach Indian Springs. Garvey, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Das Geld und eure Pferde nehme ich in meine Obhut. Und zwar bis zu dem Augenblick, wo der Marshall hier ist. Dass der Marshall kommt, stimmt ja gar nicht. Du willst alles nur für dich haben. Denk, was du willst. Wer keine Lust hat, gehängt zu werden, der soll rauskommen, den erschieße ich. Gilt das für Ted Wade auch? Ja, für ihn gilt das ganz besonders. Versuch mal irgendwie hier rauszukommen. Wenn du es geschafft hast, dann musst du ihn abknallen, hörst du? Na,
nennt sich immer mein stiller Teilhaber. Dazu will ich ihn auch machen. Wie ich Ike kenne, wird er mich selbst daran erinnern. Also, bis Donnerstag, George. Ja. Gesucht wegen Mordes und Bankraubes. Ich habe immer noch Bedenken, den Steckbrief gegen Bill Wade rauszugeben. Was sollen wir machen? Sollen wir warten, bis die Kerle uns hier... Stehen bleiben. Keine Bewegung machen. Bist du verrückt, hier so einzudringen? Den Steckbrief könnt ihr euch schenken, wenn ihr mir jetzt mal zuhört. Erlin hat uns deine Geschichte erzählt, Bill. Hast du noch irgendetwas Neues? Ich bin bei Metz alter Bande. Aber nur, um sie euch auszuliefern und um mich selbst zu rechtfertigen. Darum passt jetzt mal genau auf, was ich euch sage. Die Burschen dingfest zu machen, ist unsere Sache. Ihr wollt doch euren Freund Garvey schon lange eins auswischen. Ja, ich würde ihn gern wegen einer anderen Sache hinter Schloss und Riegel setzen. Noch ehe der Geldtransport aus Frisco kommt. Du als Marshall willst den sichern, nicht wahr? Well, Fargo bewacht ihn selbst. Aber wenn Garvey sich daran macht, wird das mein Geschäft. Genau auf den hat er es abgesehen, und zwar Freitagmorgen. Woher weiß er, oder woher weißt du so genau den Tag? Die Transporte sind streng geheim. George Lenden hat es rausbekommen. Ach, das glaubst du ja selber nicht. George Lenden ist ein achtbarer Bürger. Und obendrein gehört ihm noch die halbe Stadt hier. Er hat mich eben angeheuert, Garvey zu erledigen. Und dafür mache ich dann 50-50 mit ihm. Das ist doch kaum zu glauben. Aber schön, nehmen wir mal an, es stimmt. Nehmt eure Leute, reitet nach Red Canyon und versteckt sie dort vor Tagesanbruch. Wenn Garvey mit seinen Leuten dort auftaucht, könnt ihr die Kerle dingfest machen. Die anderen kriegt ihr von mir. Also gut, Billy. Wenn das stimmt, an uns soll es nicht liegen. Wir sind zur Stelle. Na dann, bis Freitagmorgen. Entschuldige bitte, Aline, ich habe keine Zeit. Augenblick, Ted, ich habe dir was zu sagen. Wenn es wegen Billy ist, bin ich gar nicht neugierig. Ich weiß, was du von ihm denkst, aber das ist alles nicht wahr. Dich hat er ebenso angelogen wie mich. Ich bin fertig mit ihm. Und mit seiner ganzen Sippschaft. Was soll's sein? Ein Bier. Was? Ach so, du bist Garvey. Ja. Du machst das wohl auf einen anderen, ne? Nein, ich wüsste nicht auf wen. Also, wie stehen die Aktien? Ich war gerade bei der Bank. Der Nachschub kommt morgen, und zwar wie immer mit dem Benton-Express. Morgens oder abends? Morgens. Und die Bewachung? 2 Mann mit Gewehren auf dem Wagen, 4 Reiter als Eskorte. Das sind für einen direkten Angriff zu viel. Das ist nur aus dem Hinterhalt zu machen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich denke, Red Canyon wird der beste Platz dafür sein. Ja, Red Canyon. Da sind gute Schlupfwinkel. Also, dann trinken wir mal auf einen vollen Erfolg. Von mir oder Billy Wade? Wieso? Was heißt das? Was meinst du damit? Ein junger Mann sitzt unten. Matt Wades Sohn. Und der hat mir gerade verraten, dass Billy Wade gestern hier gewesen ist. Ach so, daher weißt du das. Na ja, und wenn schon. Er ist noch mal vorbeigekommen, um zu sehen, ob ich ihm was zuschanzen könnte. Und da bin ich dir eingefallen. Aber Ike, wie kannst du nur auf so eine verrückte Idee kommen? Weil ich es genauso machen würde, wenn ich dich loswerden wollte. Aber ich bitte dich, Ike, was du da redest, ist doch unmöglich. Möglich, aber trotzdem mache ich Schluss mit unserer Partnerschaft. Erledigt. Komm, Hank, wir gehen.
Wer war zuletzt hier im Zimmer? Bitte, Marshall, ich habe Angst, es zu sagen. Von uns erfährt niemand was. Also sag schon. Es war... Aikarve. Du kannst gehen. Das, was Billy gesagt hat, scheint zu stimmen. Wahrscheinlich hat Gavi Lenten erschossen, weil er nicht mit ihm teilen wollte. Du meinst, er macht es jetzt allein? Das weiß ich nicht, Pete. Das sagt uns vielleicht Billy Wade. Er wird mehr... ...unten. Matt Wades Sohn. Und der hat mir gerade verraten, dass Billy Wade gestern hier gewesen ist. Ach so, daher weißt du das. Na ja, und wenn schon. Er ist nochmal vorbeigekommen, um zu sehen, ob ich ihm was zuschanzen könnte. Und da bin ich dir eingefallen. Aber Ike, wie kannst du nur auf so eine verrückte Idee kommen? Weil ich es genauso machen würde, wenn ich dich loswerden wollte. Aber ich bitte dich, Ike, was du da redest, ist doch unmöglich. Möglich, aber trotzdem mache ich Schluss mit unserer Partnerschaft. Erledigt. Komm, Hank, wir gehen. Zuletzt hier im Zimmer. Bitte, Marshall, ich habe Angst, es zu sagen. Von uns erfährt niemand was. Also sag schon. Es war... Aikarve. Du kannst gehen. Das, was Billy gesagt hat, scheint zu stimmen. Wahrscheinlich hat Gavi Lenten erschossen, weil er nicht mit ihm teilen wollte. Du meinst, er macht es jetzt allein? Das weiß ich nicht, Pete. Das sagt uns vielleicht Billy Wade. Er wird mehr wissen als wir. Komm, wir gehen in mein Büro. Lenten kommt spät, Billy. Er muss jede Minute eintreffen. Hör zu, Dixon, die Sache mit Gavi soll sich folgendermaßen abspielen. Zuerst erledigt er mit seinen Leuten die Velfargo-Wachen, dann werden wir eingreifen. Ja, aber das wird gar nicht so einfach sein, Billy. Du darfst nicht vergessen, Aikarve hat ein halbes Dutzend hervorragender Schützen aus Arizona bei sich. Darum werden wir ihn ja auch in eine Falle locken. Wisst ihr das Neueste? Lenten ist tot. Gavi soll ihn erschossen haben. Dann reiten wir erstmal in die Stadt zurück, um zu hören, was eigentlich los ist. Kommt. Wer ist da? Ich bin's, Billy. Ich habe nur eine Minute Zeit. Lenten soll tot sein. Hast du auch was davon gehört? Sie haben in der Stadt erzählt, Gavi hätte ihn... Ich wollte, ich könnte helfen. Aber das steht nicht in meiner Macht. Ja, Sie haben alles getan, Mr. Endicott. Aber ich kann die $3,600 bis heute Nachmittag um 3 Uhr nicht auftreiben. Jedenfalls nicht, wenn ich nur meinen Hut in der Hand habe. Ja, was anderes kommt ja für Sie nicht mehr in Frage. Darauf können Sie Gift nehmen. Eins kann ich noch für Sie tun. Ich kann die Wechsel bis morgen früh um 9 Uhr zurückhalten, bis wir wieder aufmachen. Vielleicht klappt es bis dahin. Vielleicht finde ich bis dahin noch einen Käufer für meine Kälber. Billy. Harrison hat mir gesagt, er sucht noch Ware für die Versteigerung. Fragen Sie ihn doch mal. Ja, natürlich. Er wird mich zwar rupfen wie eine Sonntagsgans, aber wir behalten wenigstens die Ranch und vielleicht sogar noch ein paar Kühe. Und Ihre Tüchtigkeit behalten Sie auch, Billy. Wenn Sie morgen früh kurz vor 9 Uhr an die Tür klopfen mit einem Scheck von Harrison, ist der Fall erledigt. Danke, Mr. Endicott. Ich versuche mein Heil. Bill, was wirst du jetzt tun? Tja, da gibt's nur eine Möglichkeit. Die Kälber versteigern lassen und von vorn anfangen. Gemeinsam schaffen wir's schon. Wenn ich bei der Bank meine Schulden bezahlt habe, wird leider nichts mehr übrig sein für den Pfarrer. Die Bank lehnt es ab, die Frist zu verlängern. Dasselbe tue ich auch.
Nein, Erlin, es gibt keinen anderen Ausweg für mich, als noch ein Jahr schwer zu schuften. Es hat doch keinen Sinn, dich in mein Unglück mit hineinzuziehen. Gerade jetzt brauchst du mich, Bill. Es ist zwecklos zu warten. Übrigens, meinen Laden, den verkaufe ich. Ja, und nächsten Sonntag wird geheiratet, Billy. Erlin. Billy Wades grüne Weiden. So kann man sein Geld auch verdienen. Er hat's besser gehabt als ich in den letzten Jahren. Es wäre ein hübsches Schlafzimmer, aber es müsste ein Bett drin sein und nicht nur zwei Strohsäcke. Ja, Billy wäre eigentlich reif jetzt nach den zwei Jahren hier. Seht mal, das ist die Konkurrenz von uns. Die Kleine, die ihn bekehrt hat. Na, mich hätte sie nicht so leicht rumgekriegt. Ja, das war immer schon Billys Schwäche. Er kann nicht Nein sagen bei den Weibern. Na los, Colloway, mach mal Feuer und sieh zu, ob du was zu essen findest. Hey, das ist ja mein Junge. Entweder wir machen es zusammen oder ich mach's ohne dich. Eine Wahl habe ich also nicht. Na gut, ich mach mit. Wir haben uns um die Waffe gerauft und zum Unglück ist sie plötzlich losgegangen. Matt hat mich in der Bank erpresst und dann hat er mich mit der Waffe gezwungen, mitzureiten. Du glaubst mir doch nicht, wa? Ja, vielleicht war es so. Ich schwöre dir, dass es so gewesen ist. Das mag sein, aber du hast ihn ja gehasst und helfen wolltest du ihm auch nicht. Jetzt bist du ihn wenigstens los. Nein, das ist nicht richtig, Ted. Später wirst du das schon einsehen. Wir bringen ihn zur Ranch zurück und werden ihn dort beerdigen. Lass mich in Ruhe. Das tue ich allein. Na gut. Ich werde zur Stadt zurückreiten und versuchen, den Fall aufzuklären. Wenn es gelingt, dann bleibt uns beiden ja immer noch die Ranch. Verzichte. Ich muss deinen Freunden sagen, was mit ihm passiert ist. Tu das nicht. Diese Burschen sind kein Umgang für dich. Ich tue von jetzt an das, was ich für richtig halte. Das ist doch Billy Wade. Ja, natürlich. Er ist zurückgekommen. Wade, Mr. Endicott, Sie sollen wissen, wie es dazu gekommen ist. Mir reicht, was ich gesehen habe. Hände hoch, Wade. Endicott, Sie müssen... Na gut. Du hast ja zu bestimmen. Thank you.
Also das ist eure letzte Chance, umzukehren. Überlegt es euch. Noch ist es Zeit. Auf den Frühstücksspeck würde ich ungern verzichten. Naja, im Bett kann schließlich jeder sterben. Und das Wetter ist wie geschaffen dafür. Also, dann lade ich euch ein. Es ist zwar verdammt riskant für uns, wenn Billy Wade mit seinen Leuten die Gegend hier unsicher macht, aber das soll uns nicht abhalten von unserem großen Fang. Wenn wir wüssten, wo Billys Bande steckt, könnten wir die zuerst erledigen. Dazu müssen wir Zeit haben. Jetzt bleiben uns gerade noch 3 Stunden. Unsere Pferde sind gesattelt, Mr. Garvey. Gut, mein Junge, sieh bitte mal nach, was das Frühstück macht. Seht mal, da kommen 4 Mann angeritten. Das ist Billy. Billy Wade. Kommt mit, wir gehen lieber vors Haus. Das ist nah genug, Billy. Rede schon. Ich will mich kurz fassen, Ike. Ich möchte, dass du mich dazu zählst. Wozu? Zu denen, die wir erschießen? Wir haben keine Zeit, um uns zu streiten. Kassieren wir erstmal den Wagen mit dem Geld. Unsere persönliche Abrechnung kommt später. Wir sind 2-1, Billy. Wir können es gleich erledigen. Kein Einspruch. Aber mit dem Rest deiner Leute kannst du dann nicht mal eine Sonntagsschule überfallen. Das ist immerhin ein Argument. Ich kenne Mel Dixon, aber die anderen beiden, sind die einen Schuss Pulver wert? Colloway und Hoke. Mein Bruder Matt hielt eine ganze Menge von ihnen. Und mit 4 Kanonen mehr klappt's todsicher. Billy, der Vorschlag, den du mir machst, ist zwar eine Frechheit, aber wie sagt man so schön? Schüttelt euch die Hände und schließt Waffenstillstand. Ich bin dabei. Also, dann wollen wir mal reingehen. Ach, das glaubst du ja selber nicht. George Lenton ist ein achtbarer Bürger und obendrein gehört ihm noch die halbe Stadt hier. Er hat mich eben angeheuert, Garvey zu erledigen. Und dafür mache ich dann 50-50 mit ihm. Das ist doch kaum zu glauben. Aber schön, nehmen wir mal an, es stimmt. Nehmt eure Leute, reitet nach Red Canyon und versteckt sie dort vor Tagesanbruch. Wenn Garvey mit seinen Leuten dort auftaucht, könnt ihr die Kerle dingfest machen. Die anderen kriegt ihr von mir. Also gut, Billy. Wenn das stimmt, an uns soll es nicht liegen. Wir sind zur Stelle. Na dann, bis Freitagmorgen. Entschuldige bitte, Aline, ich habe keine Zeit. Augenblick, Ted, ich habe dir was zu sagen. Wenn es wegen Billy ist, bin ich gar nicht neugierig. Ich weiß, was du von ihm denkst, aber das ist alles nicht wahr. Dich hat er ebenso angelogen wie mich. Ich bin fertig mit ihm. Und mit seiner ganzen Sippschaft. Was soll's sein? Ein Bier. Du bist doch Ted Wade, nicht wahr? Der Neffe von Billy. Ja, warum denn? Ist das nicht unvorsichtig von dir, hierher zu kommen, wo die Polizei hinter Billy her ist, wegen des Bankraubs? Die Sache geht mich nichts an. Ich will auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sehen Sie den Jungen an dem Tisch da drüben? Der junge Bursche, der so komische Grimassen schneidet vor seinem Bier? Das ist der Sohn von Matt Wade. Nicht wirklich.
Wer hätte das gedacht? Das ist ja schon ein richtiger junger Mann. Er scheint eine ziemliche Wut zu haben auf seinen Onkel Billy. So? Wer was gegen Billy hat, ist schon ein Freund von mir. Oder soll's werden? Hast du Sorgen, mein Sohn? Was geht Sie das an? Naja, das war nicht böse gemeint. Du bist der Sohn von Matt Wade, hä? Ja. Wieso? Ich bin ein alter Freund von deiner Familie, besonders... Zeit, wenn die Sache so gut ist, wie du sagst, müssen wir sie auch gut organisieren. Auch richtig. Also, damit ihr von Anfang an im Bilde seid. Die Führung übernehme ich und damit übernehme ich auch die Verantwortung für euch. Und für dich gilt das ganz besonders. Wenn es klappen soll, darf es keine schwache Stelle bei uns geben. Darum steigst du jetzt auf dein Pferd und verschwindest hier. Nein, ich werde nicht gehen. Das ist kein Geschäft für Grünschnäbel, sondern für Männer. Also, du gehst jetzt. Ja, ich gehe, aber erst rechne ich noch mit dir ab. Heb die Waffe auf. Aufheben, sag ich. Geh jetzt. Raus! Darauf warst du wohl nicht gefasst. Ja und nein. Ich wusste nicht, ob du so vernünftig sein würdest. Die Jungs haben mir erzählt, ihr würdet ganz was Großes vorhaben. Ja, das stimmt, Billy. Bitte setz dich, nimm Platz. Da ist was zu trinken. Es soll sich dabei ja um eine halbe Million Dollar handeln. Solche Summen liegen nicht auf der Straße rum. Jedenfalls nicht oft. Höchstens einmal im Jahr, wenn sie hier kein Geld mehr in der Kasse haben. Dann fordert die Bank Nachschub an aus der Bundesreserve in San Francisco. Ja, das ist mir bekannt von früher. Die Velfago Expresswagen aus Benton. 20 Leute, alle schwer bewaffnet. Nein, jetzt sind es nur noch 6, seit du dich zur Ruhe gesetzt hast. Aber mit denen fertig zu werden, ist nicht deine Aufgabe. Das soll nämlich ein alter Freund von dir tun. Ike Garvey. Ach, der arbeitet immer noch für dich? Ich arbeite mehr für ihn als er für mich. Ich würde ihm kaum nachtrauern. Und um ihn loszuwerden, zahlst du gleich eine halbe Million. Da bist du bei mir an der falschen Adresse, George. Für sowas gebe ich mich nicht her. Moment mal, wer verlangt denn das von dir? Zufällig trifft es sich so, dass er dir eins auswischen möchte. Man nennt das Notwehr, nicht wahr? Du bist immer noch der abgefeimte Gangster, der du früher warst. Also gut, George, was ist im Topf? Sehen Sie mal nach, wer das ist. Es ist Billy Wade, der scheint den Scheck zu haben. Dann lassen Sie ihn rein. Guten Morgen, Billy. Stehen bleiben. Er mit dem Geld. Den Scheck brauchst du jetzt nicht mehr, Billy. Ich hätte nicht gedacht, dass du deinen eigenen Sohn anlügst. Das tue ich doch bloß für Ted. Der soll es mal besser haben. Ja, ins Gefängnis bringst du ihn. Da wartet er dann mit den anderen Gaunern zusammen, bis sie dich hängen. Halt's Maul! Geh zu deinem Pferd. Hat Billy Wade das ausgeheckt? Selbstverständlich. Was haben Sie denn gedacht, Mister? Er hat mir aufgetragen, Ihnen einen besonders herzlichen Gruß zu bestellen. Er vermacht Ihnen seine Kühe.
mitsamt seiner Ranch. Den Jungs schon vor zur Minenhütte. Ich habe noch mit Billy zu reden. Augenblick mal. Euer Gespräch hätte ich auch gern gehört. Das ist eine Sache, die nur Billy und mich angeht. Ich komme gleich nach. Reitet schon vor. Hallo, Ted. Dein Vater wird auch gleich hier sein. Danke, Mr. Dixon. Ich komme mit, um zu helfen, Vater über die Grenze zu bringen. Mach kein so böses Gesicht, Billy. Du warst doch sonst nicht so. Du bist doch schon öfter erpresst worden. Aber nicht von meinem Bruder. Naja, du weißt ja, was für mich dabei auf dem Spiel steht. Das kann ich nicht so leicht in den Wind schlagen. Du hast dir gedacht, zunächst verhindere ich mal, dass er mit der Bank klarkommt. Ha, ja, das war jedenfalls der erste Schritt. Damit hast du auch Glück gehabt. Aber ich werde den Sachverhalt richtig... Nein, Billy! Halt! Wir können da wenig machen. Kommt, wenn ich gleich auf, vorwärts! Keine Schläuche, lass mich los! Das könnt ihr nicht! Loslassen! Ich bin unschuldig! Das ist doch gar nicht wahr! Hört mich doch an! Sie haben mich dazu gezwungen! Ich bin entführt worden! Hört euch das an! Billy Wade ist entführt worden! Ihr wisst ja nicht, was ihr tut! Ich bin erpresst worden! Weg mit dem Strick! Lass ihn doch baumeln! Sofort loslassen! Hier wird nicht gelyncht! Der Mann kommt vor ein Gericht! Was? Wozu so viele Umstände? Wenn das Gericht ihn verurteilt, dann wird er auch aufgehängt. Los machen, Pete. Natürlich ist er schuldig. Das wissen wir doch. Kennt jeden Schlupfwinkel hier im Lande und ist schlau wie ein Fuchs. Und wenn Matt ihn nun wirklich erpresst hat, was dann? Das muss er uns erst mal beweisen. Tja, so ist es gewesen. Ich habe nur Angst um Ted, dass er irgendwas Verrücktes anstellt und sich vielleicht noch selbst strafbar macht. Wenn Ted ihnen sagt, dass du Matt erschossen hast, dann werden sie dich doch umbringen. Nein, nicht, wenn sie mich brauchen. Du willst dich mit ihnen zusammentun? Tja, Herr Lehn, das ist der einzige Weg, um Ted von ihnen wegzubringen. Und vielleicht kann ich so dem Gericht meine Unschuld beweisen. Indem du einen Raubüberfall mitmachst? Nein, indem ich sie anzeige und sie dem Marshall und dem Gericht ausliefere. Ach, Bill. Du hast dir so viel Mühe gegeben, dein vergangenes Leben zu vergessen. Ich hatte gehofft, dass du sie nie mehr brauchen würdest, als du sie mir damals in Verwahrung gabst. Aber ich sehe ein, dass dir kein...